herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung der MCS-News. Ich bin Philipp und das ist mein Mitschüler Luca. Hallo, auf diesem Kanal möchten wir euch unsere Schule vorstellen und tolle Geschichten erzählen, wie wir hier leben. Heute in unserer allerersten Sendung zeigen wir euch, was wir unter Miki verstehen. Denn einmal in unserer großen Pause läuft ja alles anders. Wir haben zwar unsere Brotdosen dabei, aber die sind alle leer. Und wie ihr sie befüllen könnt, das zeigen wir euch Attila und Noah. Schön, stellt euch an. Und los geht's. Jeden Mittwoch um 9:30 ist in unserer Aula die Hölle los. Aber was passiert denn da? Wir schauen mal zurück. Um 8 Uhr erwischen wir ein paar Mütter im Speisesaal und wie ihr seht, schmieren sie Brötchen, was das Zeug hält, backen Laugenstangen auf, schnibbeln Obst und. Wie viel macht ihr denn hier? Also wir schmieren morgens 60 Brötchen, das sind 120 Hälften. Dazu gibt es dann Eier, die sind teilweise mit Remoulade dann belegt. Außerdem haben wir 60 Brezeln und ungefähr 60 Laugenstangen. Jede Woche ist eine andere Klasse an der Reihe und spendet dazu noch weitere Leckereien, wie zum Beispiel Tomatensticks oder Schokoladenspieße. Wie lecker! Aber wofür ist das ganze Essen? Also wir machen ein Mittwochskiosk, das heißt jeden Mittwoch machen wir für die Kinder ein Buffet. Die Kinder können sich dann oben in der Aula ein halbes Brötchen kaufen oder ein Ei, eine Brezel oder eine Laugenstange. Um 9:30 geht dann der Miki los. Das ist die Abkürzung für Mittwochskiosk. Mit unseren leeren Brotdosen gehen wir in die Aula. Dort warten die Eltern mit reich gedeckten Tischen. Wir Schüler dürfen uns für kleines Geld all die Leckereien kaufen, die unsere Eltern für uns vorbereitet haben. Das kommt bei uns Kindern super an. Was findest du an Miki so toll? Also mir macht es schon Spaß, etwas zu kaufen. Ich finde gut, dass es so eine große Auswahl gibt. Man kann sich auch was Süßes holen. Was kaufst du dir denn am liebsten? Eine Brezel und ein Salamibrötchen. Auch die Lehrer finden den Miki toll. Mir gefällt besonders gut, dass wir ganz viel verschiedene Angebote haben. Und es gefällt mir sehr gut, dass die Kinder auch lernen, mit Geld umzugehen bei Miki, weil sie müssen ja immer bezahlen und schauen immer, wie viel Geld haben sie und was bekommen sie zurück. Wie klappt das denn mit dem Bezahlen, besonders bei den Kleinen? Also das klappt eigentlich ganz gut. Die meisten Kinder wissen schon, was es kostet, haben das Geld bereit. Bei den Kleinen helfen wir natürlich auch mal ein bisschen. Das eingenommene Geld kommt den Klassen zugute. Davon wird zum Beispiel Bastelmaterial für unsere St. Martins-Laternen gekauft. Unser Miki macht auf jeden Fall allen Spaß. Ich finde den Kiosk immer toll. Ich auch. Sag mal, hörst du das? Das ist nicht für ein Klopfen. Keine Ahnung. Lass uns mal Mia und Noah dahin schicken und nachsehen lassen, was da los ist. Ja, gute Idee. Komm, wir gucken mal. Ich glaube, es kommt von da hinten. Wir machen uns auf den Weg und suchen den Grund für das laute Klopfen. Es klingt, als käme es aus dem Musikraum. Ich glaube, das Geräusch kommt von dort. So, hochsehen, geht. Im Musikraum treffen wir Frau Berner und ganz viele Erst- und Zweitklässler, die irgendwie auf den Stühlen herumklopfen und dabei singen. Es sieht so aus, als hätten sie einen riesigen Spaß. Was machen Sie hier eigentlich? Wie, was ich hier mache? Ja, Singpause natürlich. Ich komme zweimal die Woche für 20 Minuten ins erste und ins zweite Schuljahr und dann wird gesungen. Das sieht aber nach mehr aus als nur singen. Das ist richtig. Es ist nicht nur singen, es ist natürlich auch ein Theorieteil. Und wir tanzen natürlich auch, wir bewegen uns, weil nur singen wäre ja langweilig. Nach Langeweile sieht das hier auf gar keinen Fall aus. Dann war das Klopfen also der Stuhlrap von der Singpause. In den 20 Minuten toben die Kinder sich musikalisch mal so richtig aus. Sie tanzen, krabbeln, springen, klopfen und das alles auf tolle Lieder. Die Singpause kommt echt gut an. Was gefällt dir denn am meisten an der Singpause? Dass wir Bewegungen da machen und singen. Dass Frau Berner manchmal halt Witze macht, dass sie auch lustig ist. Was gefällt euch denn am meisten an der Singpause? Alles. Alles. Neben dem Spaß ist Singen aber auch gut für uns Kinder. Singen ist das natürlichste Instrument, was wir spielen können. Und Singen fördert die Intelligenz, fördert das Wohlbefinden. Singen macht glücklich, sage ich immer. Singen macht gesund. Warum sollen wir dann nicht singen?
Genau, und deshalb machen wir das hier an der Matthias-Claudius-Schule. Dank des Fördervereins kommt Frau Berne jetzt schon seit 4 Jahren zu uns. Mittlerweile haben wir auch schon alle Lieblingslieder. Was ist denn dein Lieblingslied so an der Singpause? Der Stuhlrap, den wir gerade gemacht haben. Das, was wir gerade gesungen haben. Ich weiß gerade nicht den Namen. Was ist denn euer Lieblingslied? Die Knopffabrik. Dann fragen wir mal, ob die auch die Knopffabrik für uns singen können. Und das machen sie dann auch. Ich bin Hannes und ich arbeite in einer Knopffabrik. Das ist ein wahnsinnig komisches Lied. Am Ende machen alle noch ganz lustige Grimassen und Verrenkungen. Jetzt lassen wir sie aber mal wieder in Ruhe. Wir können ihnen ja beim nächsten Auftritt wieder zuhören. Denn 2-mal im Jahr tritt die Singpause in Kars auf den Stadtfesten auf einer großen Bühne auf. Schaut doch auch beim nächsten Mal vorbei. Leider sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einfach ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Oder ganz klassisch, erzählt euren Freunden und eurer Familie von uns und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald. Wir sind hier bei den MCS-News. Wie jetzt? Fällt dir denn... Alles klar, danke. Ob die auch die Knopffabrik für den Weg? Alles klar. Dann... Was machen Sie hier eigentlich in diesem... Entschuldigung. Klappe 170.000. Okay, alles klar. Und schön langsam, ja? Hallo? Okay. Okay, jetzt nochmal, Otti. Nee, die grüne Dose darf nicht im Bild sein. Okay. Alles klar. Ich schau beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss. Bis bald.